Tänzer ist ein Kontratanz und die sich gegenüberstehenden Tänzer wechseln sich in den Durchgängen ab. Sollte eine ganze Damenreihe sein, fangen zuerst die Damen an. Und nach dem Wort Ju wird jedes Mal gewechselt, dann kommen die anderen wieder dran. Und in der Zeit, wo man Pause hat, kann man ruhig mal in den Reihen hin und her einzelne hindurchhüpfen. Aber sich rechtzeitig wieder einordnen, wenn man wieder beginnen muss. Und zum Schluss, das heißt nach dem 12. Durchgang, tanzen die beiden Seiten die gleichen Schritte. Und nun zeige ich den Tanz. Die ersten Schritte. Wir setzen die rechte Ferse nach vorn, an den linken Fuß wieder ran. Und gleichzeitig setzen wir die linke Ferse nach vorn. Die linken Fuß an den rechten wieder ran und noch einmal die rechte Ferse nach vorn. Den rechten Fuß wieder an den linken ran und zum Schluss noch einmal die linke Ferse vorn ab. Ich zeige das noch einmal. 1 und 2 und 3 und 4. Jetzt kommen die nächsten 4 Schritte. Sie merken schon, im Tanz sind sehr viele Unschritte. Wir setzen jetzt den linken Fuß nach hinten, kreuzen den rechten Fuß über den linken, setzen den linken Fuß zur Seite und etwas schräg setzen wir die rechte Ferse vorn auf. Ich zeige diese Schritte noch einmal. Und 1 und 2. Die letzten Schritte von den 8. Wir setzen jetzt den rechten Fuß nach hinten, kreuzen den linken Fuß darüber, setzen den rechten Fuß an die Seite. Und wieder etwas schräg setzen wir die linke Ferse vorn auf. Und diese letzten Schritte zeige ich noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. Und 1 und 2 und 3 und 4. Ich zeige das noch einmal. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und diese 8 Schritte im Zusammenhang, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den linken Fuß richtig auf, also die Spitze runter, stampfen den rechten Fuß 2-mal daneben. Dann nehmen wir unsere Hand, schlagen sie auf den rechten Oberschenkel, auf den linken und noch einmal auf den rechten. Bis dahin noch einmal, das war der Ausgangspunkt. Das ist und 1, 2, 3 und 4. Dann setzen wir den rechten Fuß nach vorn und machen eine halbe Drehung links rum. Dann setzen wir den rechten Fuß nach vorn, den linken und stampfen noch einmal den rechten auf. Diese Schritte wiederhole ich noch einmal. Das war jetzt dieser Ausgangspunkt. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich um, damit man das besser sieht. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Jetzt setzen wir den rechten Fuß etwas zur Seite, den linken etwas zur Seite und einmal klatschen. Den rechten wieder zurück, den linken zurück und einmal klatschen. Und ich zeige das noch einmal getanzt. 1 und 2, 3 und 4. 1 und 2, 3 und 4.
Jetzt kommen die nächsten Schritte. Wir kicken jetzt die rechte Fußspitze zweimal nach vorn. Und zum Schluss machen wir noch ein Kickball-Change. Das heißt, wir kicken noch einmal die Spitze nach vorn, setzen den rechten Fuß, nehmen den linken ab, wechseln etwas das Gewicht und den linken Fuß nach vorn. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8 und. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und die letzten 8 Schritte, dabei drehe ich mich um, damit man das besser sieht. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Wir setzen jetzt die rechte Ferse vorn ab, ziehen den rechten Fuß an den linken wieder ran. Setzen die linke Ferse vorn ab, ziehen sie an den rechten Fuß wieder ran und setzen noch einmal die rechte Ferse vorn ab und dann wird geklatscht. Ich zeige das noch einmal. 1 und 2 und 3, 4. Dann setzen wir den rechten Fuß vorn ab und machen eine halbe Linksdrehung, setzen den rechten Fuß nach vorne und zeigen mit beiden Fingerspitzen nach vorn und sagen das Wort Ju. Und ich zeige diese Schritte noch einmal. Das war jetzt der Ausgangspunkt. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7 und 8, Ju. Und alles von vorn. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8.